Go for it! Schaut schon phänomenal aus, finde ich. Wir gehen steil hier. So ist das, ja, im Zwergenland. So, das Ding feuert. Ich würde ganz gern rausfinden, wie man hier Gas gibt und verringert. Das könnt ihr mir mal kurz sagen. Weil ihr kennt euch da mit Sicherheit wieder besser aus als ich. Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich kann nur mal kurz die Geschwindigkeit verändern. Jetzt kann ich Sprit komplett wegnehmen. So, jetzt lassen wir das Ding mal steigen, soweit es eben geht. Wie kann ich Gas geben? Gas geben! Ne, das ist drehen, das ist drehen, das ist drehen. Ich will mich mehr Gas geben. Nein, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Pro-Landung! Oh, mit Caps geht das. Na gut. Okay, wir haben gerade, glaube ich. Ups. Gut, das bringt uns nichts. Juhu! Heimkehrer! Okay, das hat scheinbar funktioniert. Dann zurück zum Space Center. Mit Caps gibt man Gas. Okay. Ja, mitten in der Nacht. Ich habe tatsächlich eine Meise. Ja, ich, also, ihr müsst euch vorstellen, ich suche mir das immer so aus. Ja, ich denke mir immer, wann ist die blödste Zeit für irgendjemand, der mir zuschaut? Und dann denke ich mir, genau dann wird gestreamt. Ja, aber wie gesagt, keine Angst. Ihr könnt natürlich alles hier auf YouTube dann wieder verfolgen. Ist natürlich kein Stress. Was ist denn das hier eigentlich? Da kann man ja auch noch irgendwas bauen. Schaut aber eher aus wie so ein Startdingens. Nee. Wir wollen schon in dem richtigen Hangar loslegen. Jetzt muss ich aber noch mal kurz schauen. Wir haben 16. Da könnten wir sogar die Teile hier machen. Liquid Engine und Lese Landing. Ja, machen wir die doch. Komm, was kostet die Welt? Können wir vielleicht noch ein bisschen was anbauen. Wo ist unser... Ach so, davon hat nichts überlebt, oder was? Monsterkübel Mark II. Ah, da ist er. Na gut, Freunde. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was können wir dann hier noch machen? Nein, komm, jetzt mach das da dran. So. So wollte ich das. Zerlegen wir mal unser Gerät hier ein bisschen. Caps gibt man Gas. Ist ja verrückt. So. Okay, das Ding ist ein bisschen arg groß, habe ich so das Gefühl. Was geht denn da? 7 Meter die Sekunde, 7 Meter die Sekunde. Masse ist ein bisschen höher. Na gut, da kommen wir mal das kleine Ding ran. So. Ja, der Nightbot hat gerade gepostet, alle Ansichten, ist natürlich jetzt Quark, ja, ich wollte bloß testen, ob es funktioniert. Das ist der Multi-Twitch, da sind alle dabei, die sonst, also die quasi am Sonntag auch dabei sind. Senile Bettflucht, ja, tatsächlich, ja, es ist mein Gute-Nacht-Stream, weil ich nicht pennen kann. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon nicht schlafen kann, dürft's ihr auch nicht, ja, gleiches Recht für alle. Natürlich nicht. Ganz klar, nicht. So, jetzt probieren wir es nochmal. Starten wir mal mit Caps, gibt man Gas. Muss einem doch einer mal sagen, wie kann ich bremsen? Also, weniger Gas? Das wäre noch interessant, wenn ihr mir das nochmal so vielleicht mitteilt. Wie gebe ich weniger Gas, wenn ich jetzt schon weiß, wie ich Gas geben kann? Ah, die Daten behalten wir. Können wir einen Crew Report machen. Bringt uns auch was. Behalten wir. Gut, okay. Dann würde ich sagen, bitte zurücktreten, liebe Freunde. Warte mal. Mit Caps gebe ich Gas. Ach, und mit Steuerung gebe ich weniger Gas. Okay. Super. Danke. Top. Jetzt merkt ihr schon, es ist so spät. Es ist so spät. Ich zeige schon zum Laptop. Yeah, ihr habt es so gut gemacht. So gut. Und da ist die Kamera. Also gut.
Ja. Mann, Mann, Mann. So, liebe Freunde, ich würde sagen, hau mal das Ding in die Luft, oder? Ich gebe mal ein bisschen mit weniger Gas. Also, wir machen mal so ein bisschen und schauen mal, wo wir rauskommen. Geben mal ein bisschen weniger Gas, ein bisschen Sprit sparen, muss ja auch sein. Vielleicht kommen wir dann auch wesentlich weiter nach oben und verbrennen halt auch nicht so viel Sprit an der Sache, an der Stelle. Ihr seht schon, da geht schon mächtig Sprit bei drauf. Ich bin schon auf der kleinsten Stufe, die dieses Teil hier kann. Ja, ich bin tatsächlich auch unbedingt nicht so begabt in dem Spiel. Huch, hat's das Ding ausgemacht. Stoßen wir mal ab, dann sind wir nicht so ganz so schwer. Da können wir mal gucken. Ein bisschen Sprit haben wir noch dabei. Was? Mein Banished Let's Play in einem Zug? Ja, Banished ist cool. Hallo? Ach so, ja, ich sollte vielleicht Gas geben. Hallo. Das kommt dann, jetzt kriegt das nicht mehr hin. Jetzt kriegt das nicht mehr hin. Ich habe zu wenig Sprit gegeben. Schaut euch das mal an. Liebe Freunde, wir gehen hier unter. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Da kommt. Da kommt wieder. Aber das Ding hält aber ganz schön lang, ey. Das muss ich mir merken. Ich meine, man muss Gas geben wie ein Bekloppter, aber der kommt. Der hat Schub drauf auf der Düse. Wir bewegen uns zwar mehr seitwärts als alles andere, aber wir kommen. Kann ich mit M, kann ich tatsächlich die Map aufrufen? Ah, okay, also so weit kommen wir auch nicht. Nee, Banished hast du nicht verpasst, lieber Gaso. Ja. Ich glaube, damit war das Let's Play gemeint. Voll effizient allerdings. Das ging mal mega in die Hose. Warte mal, ich gebe mal mehr Schub nach oben, damit wir die Kurve hier kriegen. Wir können ja mal schauen, wenn wir hier vielleicht mal mit mehr Schub rauskommen. Oder weniger Schub. Nehmen weniger Schub, mehr Schub, auch mehr Schub. Wenn wir auch weniger Schub verwenden können. Wir können ja hier nochmal ein bisschen. Schauen wir mal, bringt das was? Nix. Ah, naja. Nee. Nee, machen wir jetzt gerade mal nix. Ja, ich kann eine Lampe auf mich richten, bloß ich glaube, das. Nee, das kann ich nicht. Das letzte Steckdose ist verwendet. Das mit dem Dunkel, das ist allerdings tatsächlich bekannt. Ich habe das jetzt aber auch so noch nicht ganz vorbereitet. Nee, Livestream hast du zu Banish nicht verpasst. Wir spielen hier einfach nur mal eine Runde ganz locker, flockig. Kerbal Space Program. Schaue ich mal, ob ich das so ein bisschen ausrichten kann. Das letzte bisschen Sprit hauen wir nochmal auf den Kopf. Schau ich mal gerade, wie. Kommen wir jetzt endlich mal gerade? So, richtig Richtung Himmel. Ja, jetzt nähert das sich auch langsam hier an. Wir kommen wieder steil aus der Kurve hier. Vielleicht schaffen wir es auch mal tatsächlich in eine höhere Schicht hier reinzukommen. Jetzt geben wir nochmal richtig Sprit auf die Pumpe. Bin gespannt. Gucken wir mal, wenn es hier so langsam abfällt. Wir könnten jetzt in der neuen Atmosphärenschicht sein. Ich mache mal einen Test. Ja, 1,6 kriegen wir, wenn wir das hier machen, aber ich würde sagen. Hallo? Wieso komme ich denn jetzt?
Ah, jetzt schon gerade ein bisschen Bammel gehabt. Ja, komm, 1,6 ist besser als nix. Behalt mal. Und naja, ich würde sagen, Fallschirm hauen wir mal raus. Ich denke mal, schaden kann es uns jetzt nicht. Jetzt habe ich mehr Zeit, während das ganze Ding hier runterkommt, dass ich mal ein bisschen Kommentare checke. Ja. Was ist das Ziel von Kerbal Space Program? Also primär kannst du jetzt erstmal Sachen bauen. Ja? Das heißt so kleine Raketchen und mal gucken, dass du mal so ins All schießt. Ja? Wenn du dann im All bist, ja, musst du also quasi wie so die Raumfahrt sich entwickelt hat. Das heißt, du baust erstmal quasi beispielsweise so ein bemannte, also quasi eine bemannte Raumfahrt etablierst du. Ja? Und dann kannst du beispielsweise eine Raumbasis bauen, indem du modulare Teile an andere modulare Teile andockst und diese sozusagen dann mit ihrem Restsprit als Tankstelle nutzt, um beispielsweise eine Rakete zu starten, dort aufzutanken und dann Richtung Mond zum Beispiel weiterzuschicken oder die anderen Asteroiden, Asteroiden, Quatsch, Käse, die anderen Planetoiden, wow, da hinten hat es geklappert. Oh, was ist denn hier los? Ach, da unten fällt gerade, glaube ich, irgendwas. Ach nee, das sind wir. Sehr verrückt. Da kannst du da quasi, ich zeig dir das mal. So, also das ist jetzt Kerbal Space. Und hier haben wir jetzt diesen, den Mann, also diesen Mond. Mond. So, und dann haben wir hier nochmal Minmus. Ja, da könnten wir auch hin. Und jetzt geht's weiter raus. Jetzt kommen wir hier in den äußeren Ring. Also hier ist Eve zum Beispiel. Dann haben wir hier Moho und hier hinten Duna. Ganz hier raus geht es dann auch noch. Da hast du hier Dres und Jol und ganz hier außen Elo. Ja, und da kannst du jetzt, das sind so, ist quasi die Spielwiese. Ja, Planeten oder andere Dingstars. Ja, wer weiß. Und wir landen gerade, vielleicht. Oh doch, schönstens sogar. Geiles Gerät. Okay, so. Holen wir das Teil dann wieder zurück. Und so kannst du es mehr oder weniger versuchen, dann halt stückweise. Ups, nee, da wollte ich gar nicht hin. Stückweise kann man halt so versuchen, sein Spiel aufzubauen, indem man dann halt immer weiterkommt ins All. Vorstößt. Haben ein bisschen Kohle noch bekommen. Reputation haben wir keine bekommen. XP auch nicht. Schade drum. Nochmal kurz in die. Nicht in die. Nein, da will ich. Obwohl, da könnte man mal reingucken. Wer ist denn da hier? Stellen wir mal nochmal. Ah, der entwickelt. Ah, okay, die, ja, haben wir einen eingestellt, auch nicht schlecht. Ach nee, da wollte ich auch nicht hin. Okay. Ich glaube nicht, dass du ein Physik-Nerd sein musst, um mit Kerbals Space Program Spaß zu haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, die das vielleicht schon ein bisschen besser kennen als ich. Aber ich glaube, da geht es einfach. Es ist einfach nur lustig, solche Raketen zu bauen. Also ich habe dann wirklich eine Menge Spaß mit. Ich habe es jetzt auch zwar nicht so ganz übelst gespielt wie manch anderer vielleicht, ja, aber so ein bisschen reingeschnuppert habe ich. Also als nette Nachmittag-Abendunterhaltung ist es auf jeden Fall gut geeignet. So, jetzt mal reinscrollen hier. Also, pass auf, jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen was überlegen. Also, das Ding hier, das hatten wir ja nicht. So, das heißt, wir hatten ja das Ding hier dran. Und das Ding hier vor, das ist quasi die letzte Instanz. So, jetzt überlegen wir uns mal was. Warte mal. Solid Booster war das Ding. Das war so eine richtige Fuel Tank. So, pass auf. Ich habe eine Idee. So. Wenn wir jetzt nämlich ein bisschen den Anfangsschub erhöhen. Dann könnte da vielleicht noch was Lustiges bei rumkommen. So. Jetzt bräuchte man natürlich noch so Kappen, so aerodynamische. Parachutes. Wir könnten eigentlich auf die Dinger hier auch. Ah, nee, das geht's leider nicht. Hier könnten wir noch so Fallschirme anbringen. Dann könnten wir das Zeug hier sozusagen retten. Na, wisst ihr, wie ich das meine? Ich weiß nicht, ob das verständlich rüberkam.